Der Stadtwerke Fotokalender 2017 mit 13 Impressionen aus Ludwigsfelde und Umgebung. Ich sehe was, was du nicht siehst. Entdeckungen auf den zweiten Blick. Die Idee zum Thema hatten Teilnehmer des ersten Fotowettbewerbs der Stadtwerke, der im Jahr zuvor stattfand. Und dann haben wir gesagt, keine schlechte Idee, müssen die Leute mal ein bisschen kreativ sein und vielleicht kann man dadurch anderen zeigen, welche kleinen Highlights es hier in Ludwigsfelde und in den Ortsteilen noch gibt. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Über 40 Hobbyfotografen haben rund 200 Fotos eingereicht. 32 davon sind als Ausstellung im Stadtwerke Kundenzentrum zu sehen. Die drei ersten Plätze und die Gewinnerin des Jugendpreises ermittelte eine Jury aus Mitarbeitern der Stadtwerke, der Stadtverwaltung und Inhabern ortsansässiger Werbefirmen. Beim Siegerfoto von Jürgen Liebner sei man sich schnell einig gewesen. Man könnte jetzt denken, das ist so ein bisschen dem Glück geschuldet, so ein Foto zu machen, wo der Vogel genau in die Richtung guckt und ein recht scheuer Vogel. Aber da steckt natürlich viel Arbeit hinter diesem Bild. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Herr Liebner Stunden, tagelang irgendwo in der Natur sitzt, um solche Bilder zu machen. Und dieses Bild hat einfach auch so, ist ringsrum stimmig, muss ich mal sagen. Die Gewinnerfotos wurden mit Gutscheinen für ein Elektrofachgeschäft prämiert. Unabhängig vom Wettbewerb die symbolische Scheckübergabe. Je 1000 Euro für das Frauenhaus, das Netzwerk Gesunde Kinder, das Märkische Kinderdorf und für die Ludwigsfelder Weihnachtsengel, die mit dem Geld ihre jährliche Weihnachtsfeier für Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien finanzieren und die Aktion Familienurlaub unterstützen. Das ist eine sehr gute Sache, weil damit einfach der Urlaub schon mal vorfinanziert werden kann, weil meistens fehlt ein kleiner Betrag einfach, um diesen Urlaub überhaupt zu buchen, um dann das sogenannte Urlaubstaschengeld vom Bund zu kriegen. Und da versuchen wir den Familien zu helfen und sie damit zu unterstützen und stellen dafür auch das Geld zur Verfügung, was wir durch Spenden einnehmen. Die Spendenaktion fand zum vierten Mal statt. Finanziert wurde sie von den Kunden des Tarifes Ludwig Strom Pro und den Stadtwerken. Bei diesem Stromtarif verpflichtet sich der Kunde oder nimmt er sozusagen wahr, dass 0,5 Cent von seinem Strompreis sozusagen diesen Projekten zugutekommt. Und wir als Stadtwerke legen nochmal 0,5 Cent drauf, also sozusagen 1 Cent pro Kilowattstunde, was diese Kunden verbrauchen. Per Kundenumfrage wurde dann ermittelt, wem das Geld zugutekommen soll. Ich denke auch, die Vereine machen eine sehr gute Arbeit, die sind sehr gut aufgestellt und treffen wahrscheinlich auch die Bedürfnisse derjenigen, die sich dahinter verbergen, die auch das Geld geben. Auch in diesem Jahr soll es wieder einen Fotowettbewerb geben. Über das Thema wird noch nachgedacht. Die Ausstellung der aktuellen Bilder ist noch mindestens in den nächsten Wochen im Stadtwerke Kundenzentrum zu sehen.